Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Salate sind ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Ernährung und insbesondere in der ketogenen Ernährung unverzichtbar. Denn im Gegensatz zu dem, was viele Menschen glauben, besteht diese nicht nur aus Fleisch, fettigen Würsten und triefenden Schnitzeln, sondern aus Unmengen von Grünzeug in Form von Salat und Gemüse. Je grüner, desto besser, ergänzt durch gesunde Fette und ein wenig Protein. Wer also auf Fleisch verzichten will, kann hier durchaus mit Fisch und Eiern den Bedarf decken, aber darum soll es ja heute auch gar nicht gehen. Denn ich möchte dir ein paar Tipps geben, welche Salate sich besonders gut eignen und wie du gesunde, aber vor allem zuckerarme Vielfalt auf den Teller bringst. Im Prinzip sind alle grünen und roten Salate in Ordnung, da sie vor allem jede Menge Ballaststoffe und nahezu keinen Zucker enthalten. Zum Beispiel Romana, Kopfsalat, Rucola, Frisee, Endivien, Lollo Rosso und Lollo Bionda, Feldsalat und so weiter und so fort. Aber auch Grünkohl, Löwenzahn, Spinat, Weißkohl und Rotkohl eignen sich sehr gut für leckere Salate. Vor allem, weil sie ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen in deinen Salat bringen. Ich mische am liebsten zwei oder drei Salatsorten zusammen, zum Beispiel Kopfsalat, Rucola und Feldsalat. Diese putze ich gründlich und hacke alles schön klein, damit der Salat das Dressing auch gut annimmt. Anschließend gebe ich noch eine Handvoll Gurkenstücke, eine kleine geschnittene Avocado sowie eine Handvoll gehackter Nüsse und frische Sprossen über den Salat. Dann das Dressing drauf und schon ist er fertig. Echte Keto-Fans, die mit tierischem Eiweiß kein Problem haben, geben geröstete Speckwürfel, Shrimps oder ein bis zwei hartgekochte Eier mit auf den Salat, um den Proteinanteil nochmal zu erhöhen. Bacon geht natürlich auch. Mmh, yummy. Nur eingelegte Fischfilets, die kann ich nicht wirklich empfehlen, denn damit habe ich mir den Salat mal so richtig gründlich versalzt. Lass deiner Fantasie einfach freien Lauf und probiere aus, was dir schmeckt. Wichtig ist nur, dass du nicht am Fett sparst, denn das macht dich satt und hilft dem Körper, die fettlöslichen Vitamine aus dem Salat zu lösen und aufzunehmen. Wenn du dich nicht ketogen ernähren willst, dann darfst du natürlich auch Karotten, rote Paprika und andere Beilagen über den Salat geben. Zum Schluss möchte ich dir aber noch das Rezept für meinen Rohkostsalat verraten. Ebenfalls inspiriert durch Eric Burke und seine Frau Karen, aber da die beiden zwar das Dressing, aber kein Rezept für den Salat rausgegeben haben, musste ich selbst ein wenig erfinderisch werden. Für den Rohkostsalat brauchst du eine Handvoll Spinat oder Mangold, was du lieber magst, eine Handvoll Grünkohl, eine Handvoll Feldsalat, eine Handvoll Rucola, ein Viertelkopf Rotkohl. Das hängt allerdings ein bisschen davon ab, wie groß der ist. Bei mir sind die Rotkohlköpfe immer so in der Regel, ja, ich sag mal, wie zwei große Fäuste, nicht diese Megaköpfe. Das wirst du aber relativ schnell rausfinden. Probier einfach mal ein bisschen aus, wie viel Menge für dich in Ordnung ist. Und eine halbe rote Beete. 2 bis 3 Esslöffel frische Sprossen gebe ich noch drüber, zum Beispiel Brokkoli, Boxhornklee oder Alfalfa. Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, gehackte Nüsse, zum Beispiel Macadamia, Paranüsse, Pekannüsse oder Walnüsse, die alle sehr viele gesunde Fettsäuren enthalten, dafür aber weniger Kohlenhydrate. Ja, soweit zu den Zutaten. Wichtig ist bei dem ganzen Putzen und Waschen. Gerade im Kohl entdecke ich immer mal wieder leider schon verendete Raupen, die den Salat wohl fressen wollten und bei der Ernte ums Leben gekommen sind. Deswegen, wenn du keine Raupeneinlage in deinem Salat haben willst, solltest du auf jeden Fall gründlich den Salat untersuchen, putzen und waschen. Vor allen Dingen in der biologischen, ökologischen Landwirtschaft, da kommen die Raupen auch mal mit ins eigene Heim. Ja, dann, wenn du den geputzten gewaschen hast, dann musst du den Grünkohl von den Stielen und dem Strunk befreien, weil der schmeckt in meinen Augen nicht besonders lecker. Dadurch bleiben nur noch die Blätter übrig. Manchmal geht es auch mit Zupfen. Dann kannst du den Rest mit einem ordentlichen, Betonung auf ordentlichen Kochmesser schön klein hacken, anschließend alles gut vermengen und mit den Kernen und gehackten Nüssen bestreuen, die Sprossen drüber geben und anschließend das Dressing. Ich gebe, wie schon im letzten Podcast erzählt, immer noch mal ordentlich Öl oben drüber und ich bin ehrlich, ganz am Ende ist unten in der Schüssel auch kein Öl mehr drin, also war es wohl auch nicht zu viel. So, das Ganze muss jetzt sehr, sehr gründlich vermengt werden. Das sollte auch gut gelingen, wenn du alle Zutaten schön klein gemacht hast, bis der gesamte Salat einfach ausreichend Dressing aufgenommen hat.
Wenn du magst, kannst du jetzt auch noch eine Avocado drüber geben, je nachdem, wie groß dein Appetit ist und wie viel du brauchst, ob du vielleicht zwei oder drei oder nur eine Mahlzeit am Tag einnimmst, dann brauchst du natürlich etwas mehr Fett und Energie, um satt zu werden. Mir wäre das jetzt in dem Fall allerdings zu viel, weil ich die Avocado lieber auf den normalen Blattsalaten genieße. Dazu schmeckt übrigens das in der letzten Episode beschriebene scharfe Dressing besonders gut. Du kannst aber auch jedes andere Dressing verwenden. Ja, und da soll noch einmal jemand sagen, dass die Paleo- oder die ketogene Ernährung einseitig und ungesund ist. Also, in diesem Sinn, lass es dir schmecken. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann, mach's gut. Eine kleine Information habe ich noch für dich. Dieser Podcast ist Teil einer wachsenden Community, die sich regelmäßig in der Paleo Lounge Facebook-Gruppe austauscht. Wenn du Lust hast, mit dabei zu sein oder noch eine Menge Fragen, auf die du keine Antwort weißt, dann schließ dich uns an. Wir freuen uns, dich in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes, sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo-lounge.de/gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de/gh36 die Shownotes der Episode 36. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de/gh. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren. Du findest ihn bei iTunes, Stitcher Radio, TuneIn, Podcast.de, Spotify und in Zukunft in vielen weiteren Podcast-Verzeichnissen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Erfolg auf deiner Reise zur besten Version von dir. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.